Seit 2017 erhalten Concordia-Versicherte jährlich Geld zurück. Allein im Jahr 2020 sind es insgesamt 93 Millionen Franken. Innerhalb von 4 Jahren haben wir so 321 Millionen Franken an unsere Grundversicherten ausbezahlt. Wir tun dies, weil wir ein nicht profitorientierter Verein und finanziell gesund sind. Doch weshalb werden anstelle einer Auszahlung nicht einfach die Prämien gesenkt? Alle Krankenversicherer sind gesetzlich verpflichtet, pro Kanton kostendeckende Prämien festzulegen. Die Prämien entwickeln sich parallel zu den Gesundheitskosten. Steigen oder sinken die Gesundheitskosten, müssen auch die Prämien angepasst werden. Prämien unterhalb der erwarteten Kosten festzulegen, ist gesetzlich verboten. Wurden in einem Kanton mehr Prämien durch die Versicherten einbezahlt, als effektiv Leistungskosten angefallen sind, zahlt die Concordia einen sogenannten Prämienausgleich aus. Dieser wird den Versicherten direkt auf ihr Konto überwiesen. Zusätzlich zahlen wir unseren Versicherten schon das 4. Jahr in Folge freiwillig Geld aus den Reserven aus. In diesem Jahr sind dies insgesamt Auszahlungen von 66 Millionen Franken als Prämienausgleich und 27 Millionen Franken aus den Reserven. Für 2021 ist eine weitere freiwillige Auszahlung aus den Reserven von 28 Millionen Franken geplant. Wir sind der einzige Krankenversicherer, der den Versicherten seit 2017 freiwillige Auszahlungen aus den Reserven und Prämienausgleiche bezahlt. Weitere Informationen finden Sie auf concordia.ch. Concordia, dir vertraue ich.